Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, hier auf dem Foto Erhard YouTube-Kanal. Heute wieder ein besonderer Film, denn ich habe den Produktspezialisten hier von Canon, Guido Krebs, ist da. Guido, grüß dich, schön, dass du da bist. Ja, schön, freut mich auch. Wir machen für euch einen tollen Vergleich. Wir haben ja noch andere Videos gedreht, aber in diesem Vergleich geht es um 4 Kameras. Ja, Guido, das geht auch darum. Viele Mails bekomme ich von den Zuschauern, die eben mal sagen, ja, ich verstehe das nicht so ganz. Ich habe jetzt hier eine R7 und ich habe eine R8, aber die R6 ist besser. Gibt es da irgendwie was zur Historie, warum das so ist? Oder? Ja, also wir versuchen unser Bestes. Aber tatsächlich ist es so, dass mit den Zahlen da durchaus Verwirrung entstehen kann, weil im Falle zum Beispiel einer EOS R7, die fällt so ein bisschen aus dem Rahmen. Viele denken, ich habe bei einstelligen Kameras grundsätzlich Vollformatkameras. Das ist halt nicht der Fall. Aber wir verfolgen erst einmal grob die Logik, je höher die Zahl ist, desto kleiner sind die Kameras. Also Topmodelle haben eine kleine Zahl und etwas einfachere Kameras haben dann eine etwas größere Zahl in der Benahmung. Also insofern ist natürlich unser R3 derzeit das Topmodell. Da ist nach oben noch ein bisschen Luft. R5 kommt dann. Dann R6 Mark II aktuell. Mit der R6 haben wir ja ein Modell, was schon abgelöst ist durch die R6 Mark II, aber sie gibt es noch im Markt. Dann haben wir die R7, die fällt aus dem Rahmen und das erkläre ich auch gleich. Und dann kommt die R8 wieder als Einstiegs-Vollformatkamera. Die R7, die hat einen Spiegelreflex-Vorläufer, nämlich die 7D und 7D Mark II. Mhm. Und die 7er Serie, die hatte bei uns schon immer eine sehr spezielle Zielgruppe. Das war im Prinzip eine Action-Kamera oder Wildlife-Kamera im APS-C-Format. Und damit wir existierende Nutzer einer EOS 7D oder 7D Mark II da nicht aufs Glatteis führen, haben wir eben die spiegellose Kamera aus der R-Serie R7 genannt. Ja. Damit haben wir natürlich, wie schon damals auch, eine gewisse Logiklücke in unserer Benahmung. Aber die Entscheidung wurde halt im Prinzip aus der Historie getroffen, damit eben die Nutzer einer 7er Serie Spiegelreflex sofort wissen, dass die R7 das Pendant dazu ist in der spiegellosen Welt. Ich glaube, das ist ganz gut, dass wir das heute mal hier, also in dem Film auch mal zeigen und auch mal sagen, weil für viele Zuschauer gibt es ja auch so eine Kamerafindung. Also die möchten natürlich das richtige Modell für sich entdecken und auch das richtige Modell kaufen. Und das ist eben ganz gut, dass du uns vielleicht mal hier die Unterschiede erklärst. Ich glaube, wir fangen bei der R7 mal an. Die steckt schon ein Stück daneben, weil sie eben eine Kamera ist mit APS-C-Sensor. Ist keine Vollformatkamera, aber sie ist halt recht hoch auflösend mit 32 Megapixel. Das heißt, man hat noch ordentlich Luft auch zum Croppen, wenn man das denn möchte. Und sie ist halt sehr, sehr schnell. Sie schafft eben auch die 30 Bilder pro Sekunde. Auch dieser Rawburst-Modus, den es gibt, um quasi mit einer halben Sekunde Vorlauf schon Sachen aufzuzeichnen, die vorm Auslösen eigentlich passieren, kann die Kamera auch. Insofern ist die natürlich super geeignet für schnelle Bewegungen. Und auch die klassische EOS 7er Serie aus der Spiegelreflexwelt hatte damals schon dieses Profil, dass manche gesagt haben, ich hätte gern den Crop-Faktor eines APS-C-Sensors, weil das ist für mich wie ein digitaler Telekonverter im Prinzip, ne, durch das kleinere Format, Faktor 1,6. Mhm. Und damit bin ich bei den sehr langen Brennweiten, die ich vielleicht für Wildlife und Sport brauche, dann am Ende günstiger unterwegs, weil ich eine Nummer kleiner wählen kann oder ich habe einfach eine extrem lange Brennweite, die es vielleicht im Vollformat gar nicht gibt. Und das ist letztendlich der Vorteil in dieser Kameraklasse, dass ich die Möglichkeit habe, lichtstarke Teleobjektive zu nutzen und da noch quasi einen weiteren Blick in die Ferne habe. Hier bei den Vollformatkameras müsste ich dann schon eine Nummer größer wählen, um in den gleichen Brennweiten Vergrößerungsfaktor reinzukommen. Ich glaube, bei der R7 liegen wir beim ISO-Bereich 100 bis 32.000. Genau. Im Vergleich zu den anderen dreien, die haben schon 100 bis 102.400. 102.400 haben die anderen drei, die hat 32.000. Und da kommen wir natürlich auch dann gleich auf den Kompromiss zu sprechen, den man eben durch APS-C hat. Ich habe bei einer ähnlichen Auflösung kleinere Pixel und damit auch eine geringere Lichtempfindlichkeit auf dem Sensor pro Pixel. Deswegen sind APS-C-Kameras im High-ISO-Bereich nicht so leistungsfähig, wie Vollformatkameras grundsätzlich schon mal sind. Das heißt,
im Wildlife-Bereich, bei Tageslicht oder Sport ist das super. Wenn ich aber in Richtung Hallensport gehe, wo manchmal doch gerade in den etwas, zum Beispiel bei kleineren Vereinen, die etwas kleinere Hallen haben, ist die Lichtsituation da noch prekärer und da brauche ich im Zweifelsfalle dann doch eher eine Vollformat. In der Halle dann vielleicht auch nicht diese ganz langen Brennweiten, da ergeben sich dann tatsächlich dann schon andere Präferenzen bei der Wahl der Kamera. Ich glaube, ich habe mit der 6D Mark II mal Testaufnahmen gemacht an so einem Lost Place im ganz Dunkeln. Und das war schon beeindruckend, diese 102.400, was da die Kamera noch an letztem Licht aus diesem Raum rausholt. Genau. Das ist völlig beeindruckend. Wenn man also das ist auch nicht tatsächlich eine ISO-Zahl, die nur auf dem Papier steht. Man kann sie benutzen und es ist immer noch besser, man benutzt sie, als eine zu niedrige ISO-Zahl zu nehmen und dann durch Verwacklungen oder was auch immer das eigentliche Bild tatsächlich zu versauen. Ich sag mal so, wer relativ hohe Ansprüche an geringes Bildrauschen hat, kommt bei diesen Kameras aber locker bis 20.000 ISO, da sind die Bilder immer noch sehr, sehr sauber. Und das ist natürlich eine Größenordnung, die haben wir bei APS-C tatsächlich nicht ganz so. Na, das ist so gefühlt, sag ich mal, zwei Stufen niedriger ungefähr, also von der Wahrnehmung. Wie sieht das bei der R7 aus an, sag ich mal, kreativen Filtern, Software, die drin ist? Was habe ich für Möglichkeiten als User, dort was zu benutzen? Also ich habe tatsächlich im Großen und Ganzen ein ähnliches Spektrum wie bei einer R6 und R6 Mark II. Ich habe natürlich die klassischen Belichtungsautomatiken, aber ich habe auch eine Vollautomatik, die auch motivbezogen wählt. Ich habe auch ein paar Filter drin. Ich kann aber auch Custom Settings machen und mir bestimmte Konfigurationen dann auch abspeichern. Das kommt natürlich gerade denen zu Pass, die zum Beispiel in der Hochzeitsfotografie sind und schnell wechseln müssen zwischen Innenaufnahmen, zwischen Außenaufnahmen und Blitzlichtaufnahmen, wo ich dann unterschiedliche Settings schnell abrufen muss und nicht die ganze Kamera neu konfigurieren möchte. Das kann natürlich eine EOS R7 auch schon und das finden wir in den anderen dann tatsächlich auch. Also im Prinzip haben wir mit der R7 eine Kamera, wo man sogar als Einsteiger schon zu Top-Ergebnissen kommt, weil ich einiges an Assistenzen habe. Zum Beispiel gibt es noch einen Schwenkassistenten, der so Mitzieheffekte vereinfacht oder einen Panoramaassistenten, der ähnlich wie man es vom Smartphone kennt, mal durch einfaches Rüberziehen komplette Panoramen schafft. Auch das wird hier unterstützt. Natürlich kommt man vielleicht aus der Smartphone oder aus der Kompaktkameraklasse hoch und wundert sich erstmal über die Komplexität, die manche Kameras so mit sich bringen. Aber ich habe halt die Chance, mit sehr einfachen Programmen super zum Ziel zu kommen und ich kann mich dann weiterentwickeln, mich, sag ich mal, Erfahrungen sammeln und dann mehr und mehr in die Tiefen dieser Kameras einsteigen. Mhm. Das ermöglicht mir im Prinzip als Einsteiger schon loszulegen und als Profi zu enden, ohne das Kameramodell wechseln zu müssen. Mhm. Und das ist natürlich toll, weil so eine Kamera einfach dann auch für mich sehr, sehr lange einen wirklichen Wert hat und mich nicht einschränkt. Also ich habe im Prinzip keine kreativen Einschränkungen hier, von völlig manueller Kontrolle über Assistenten, die mir es sehr einfach machen und alles zwischendrin eben auch. Wo du Assistenten sagst, dann müssen wir mal über Autofokus reden. Da hat sich ja auch bei den Kameras richtig viel getan in den letzten Zeiten. Genau. Was kann man da sagen bei der R7? Also seit 2020 haben wir einen KI-basierten Autofokus in der Programmierungsphase. Das nennt sich Deep Learning. Das ist eine Phase, also in der Kamera ist keine künstliche Intelligenz, wie man immer das so gerne denkt. Die lernen nicht mit dem Fotografen, aber die rufen Gelerntes ab. Und das steckt in der Firmware drin, im Betriebssystem der Kamera. Und damit haben wir mit einem extrem schnellen Prozessor im Prinzip 2020 losgelegt. Dazu gehört eigentlich die R6 so als Startmodell dazu, genau wie die R5. Und das setzt sich auch so durch. Und die R7 hat das auch schon als recht preiswertes Modell, ist die in der Lage, diesen Deep Learning Autofokus zu nutzen. Und ich glaube, da unterscheiden wir uns auch von vielen Mitbewerbern, dass wir bis hinunter zu unserer Einstiegsklasse R50 dieses Deep Learning System mit den Hochleistungsprozessoren auch anbieten. Und Deep Learning bedeutet in der Praxis, die Kameras erkennen Gesichter, Augen, Köpfe, Körper, auch wenn sie auf dem Kopf stehen oder einen Helm aufhaben. Tiere werden erkannt, inklusive Augen und auch verfolgt. Bei Fahrzeugen kann ich Motorräder, Autos, zum Teil eben auch Flugzeuge und Züge verfolgen. Und dabei unterscheidet dieses System sogar noch, wenn man es möchte, zwischen Fahrer und Fahrzeug oder zwischen Cockpit und Gesamtfahrzeug. Die R7 hat vieles davon auch. Sie kann eben Personen erkennen, Vögel, Katzen,
Hunde, Motorräder, Autos. Ist ja gerade auch im Privat-Familienbereich. Wer macht das nicht gern, seine Kinder oder seine Tiere zu fotografieren? Genau. Katzen, ganz großes Thema. Ja. Gerade bei Kindern. Ja. Katzenvideos und Katzenfotos lieben die ja. Videobereich genauso wie im Fotobereich, oder? Video genauso wie im Fotobereich und wie gesagt, durch die Präferenz, dass man sagt, okay, ich will eine Person oder ein Tier, habe ich auch die Möglichkeit zu unterscheiden zwischen Hund und Herrchen oder Pferd und Reiter beispielsweise. Mhm. Das sind Dinge, wo man der Kamera sagen kann, mir ist die Person wichtiger oder eben das Tier. Und das wird dann auch bei der Autofokusverfolgung dann auch entsprechend unterstützt. Also das, und da gibt es auch keine Einschränkung bei unserem System. Also egal, ob ich jetzt mit RAW oder JPEG fotografiere, ob ich mit 20, 30, 40 Bildern je nach Kameramodell arbeite oder eben Videos drehe, diese Autofokusfunktionen stehen immer zur Verfügung. Reden wir noch kurz über Bildstabilisierung bei der Kamera und Serienbildgeschwindigkeit vielleicht auch ja, Thema. Genau. Die R7 hat ein IBIS eingebaut, also ein in Kamera integriertes Bildstabilisierungssystem, was zusammenarbeitet mit den Stabilisierungssystemen der RF-Objektive. Da sind Stabilisierungen bis zu 8 Stufen machbar. Ja. Bei adaptierten Objektiven, zum Beispiel aus der EF-Serie, wird der Stabilisator des Objektivs genutzt. Wenn der keinen hat, dann geht der IBIS, wird er aktiv und stabilisiert auch das Objektiv, was keinen Stabi hat. Genauso fürs RF-System, bei den wenigen Objektiven, die keinen Stabilisator haben, arbeitet natürlich der IBIS dann auch. Auch bei Video ist er mit aktiv und sorgt natürlich auch dafür, dass man quasi wie mit Gimbal da arbeiten kann. Das ist schon ein sehr leistungsfähiges System. Serienbildgeschwindigkeit? Ja, bis zu 30 Bilder pro Sekunde. 15 mit mechanischem Verschluss, dass ich auch blitzen kann und keine Rolling-Shutter-Effekte habe. Und bei 30 Bildern pro Sekunde kann ich dann entsprechend mit elektronischem Verschluss auch lautlos arbeiten. Und es gibt den Raw-Burst-Modus, den ich anfangs kurz erwähnt hatte, wo eben diese halbe Sekunde Reaktionszeit oder Schrecksekunde, die ich normalerweise bei unvorhergesehenen Bewegungen habe, auch schon mit aufgezeichnet werden. Und die kann ich mir dann später rauspicken, die Aufnahmen, die dann passen. Verstehe. Eine Frage taucht immer wieder auf. Batteriegriff möglich oder nicht möglich? Bei der R7 nicht. Bei der R7 nicht. Bei der R6 und R6 Mark II ja. Die R7 nutzt aber den, sag ich mal, LPE6-Akku, also einen recht starken Akku, der auch sehr lange hält. Lange, ja. Da kann man auch lange mit filmen, ein paar Stunden, wenn man es möchte, mit einer Ladung. Aber sie hat keinen Hochformatgriff mit Akku. Da kam schon wieder das Stichwort Filmen. Mhm. Was ist da möglich? Gibt es eine Einschränkung, ein Limit von der Zeit? Nein, sag ich mal, jetzt so ganz salopp. Sie hat diese 30-Minuten-Einschränkung nicht. Alles andere ist natürlich dann auch irgendwo Speicherkarte, Akkulaufzeit beschränkt. Ich meine, wenn ich mich recht erinnere, kann die 6 Stunden am Stück aufnehmen. Das reicht also auch für eine langweilige Rede oder für ein komplettes Konzert. Ansonsten 4K Video mit 60p und Oversampling, das heißt, sie nutzt die vollen 32 Megapixel auch aus. Das ist, glaube ich, dann 7K Oversampling, die Kamera hier nutzen kann. Und man kann 4K 60p mit Crop oder ohne Crop aufzeichnen. Bei APS-C ist ja ohne Crop vergleichbar mit dem Super 35 Profi-Video-Format, was auch schon Kinolook bietet. Mhm. Also auch hier alle Möglichkeiten. Und ich kann natürlich auch alles, was hier an Einstellmöglichkeiten im Fotobereich, an Belichtungsprogrammen zur Verfügung steht, dann auch für den Videobereich nutzen. Ich würde sagen, wir reden mal über die R8, das nächste Modell aus der Familie. Genau, das ist unser neuester Einstieg in die Vollformatklasse, wenn man die RP außen vor lässt, also im Prinzip das zweitkleinste Modell in der Vollformatklasse, die aber ganz klar von der R6 Mark II Technik profitiert. Im Prinzip haben wir hier einen Großteil der R6 Mark II Technik in die kleine R8 eingebaut. Das heißt, der gleiche Bildsensor mit 102.000 ISO, 24 Megapixeln. Ich habe eine Bildfrequenz bis zu 40 Bilder pro Sekunde hier zur Verfügung mit elektronischem Verschluss. Mechanisch dann nur 6 statt 12, aber auf jeden Fall ist die extrem schnell und ist natürlich dann auch super geeignet für Sport, Wildlife und solche Geschichten. Ja.
Assistenzsysteme hat sie reichlich und auch videomäßig ist sie ganz stark verwandt mit der EOS R6 Mark II, nämlich 4K60p, Vollformat ohne Crop, mit Möglichkeit natürlich auch extern aufzuzeichnen. Mhm. Hier kein RAW-Format, aber auch 4K60p 10-Bit-Dateien. Ich habe die Korrekturen von zum Beispiel Focus Breathing, ich habe Einstellhilfen wie Zebra oder False Color, also alles das, was man so aus dem Profibereich eigentlich auch kennt. Canon Log 3 für ein späteres Color Grading im Videobereich. Mhm. All die Möglichkeiten hat sie von der R6 Mark II geerbt. Sie ist vom Gehäuse her aber näher verwandt mit der EOS RP. Hat einen kleineren Akku, hat keinen IBIS und einen Speicherkartenslot. Im Gegensatz zu der R6 Mark II, die dann zwei Speicherkartenslots hat, IBIS und auch eine Akkugriffoption. Man sieht das ja auch sofort hier, man hat einen Umschalter genau. Für Foto- oder für Videobereich. Mhm. Was mich noch interessieren würde bei den Kameras jetzt auch, mal speziell, Color Sampling. Ja. Wir haben heutzutage 422-10-Bit, wird von den Kunden gewünscht, sagen wir so. Kann man da zu den Kameras was sagen, wo wir da jetzt liegen, also im Vergleich? Können die alle? Ja, das Einzige, ist so eine Aussage. Was die R6 Mark II noch extra kann, ist, die kann eben 6K RAW ausgeben über HDMI. Ja. Intern aufzeichnen kann sie es nicht. Dann hat sie natürlich auch einen großen HDMI-Anschluss. Genau, aber wir haben alle Kameras, da gibt es ja diese HDRPQ-Option, was dann eben die 10-Bit-422 Subsampling-Variante dann ist. Das ist dann auch ein H265-Container und nicht H264, da sind wir beschränkt auf 420 und 8-Bit. Aber insofern bleiben wir grundsätzlich da kompatibel. Sprechen wir mal über den Autofokus der R8. Da hat sich ja noch mehr getan. Richtig. Die R8 ist ja inzwischen das neueste Modell in dieser ganzen Aufstellung hier und sie folgt der R6 Mark II auch vom Autofokus. Sie hat das gleiche Autofokus-Konzept. Das heißt, die Verfolgung ist in jedem Autofokus-Modus möglich. Man muss nicht separat angewählt werden, wenn man zum Beispiel Tiere oder Personen verfolgen möchte. Und sie bietet auch die neuesten Erkennungsmöglichkeiten eben auch von Pferden, von Flugzeugen und von Zügen. Man muss immer dazu sagen, Canon ist da relativ konservativ, was wir angeben an unterstützten Erkennungen. Meistens können die Kameras viel mehr. Also die können in der Regel auch Insekten ganz gut erkennen und auch Krokodile und was auch immer. Aber eben Pferde, Hunde, Katzen, Vögel garantieren wir. Und zu Pferden gehören auch Zebras. Die sehen halt sich schon mal in gewisser Weise sehr, sehr ähnlich von der Physiognomie. Also auch das ist dann natürlich, denken wir. Aber Menschen ja sowieso. Ja, Menschen sowieso. Die sind sowieso dabei. Und hier kann ich zum Beispiel auch noch unterscheiden zwischen rechten und linken Auge und kann auch noch eine Präferenz wählen in der Porträtfotografie. Also da ist die tatsächlich auf dem letzten Stand. Das habe ich schon mal ausprobiert, funktioniert einwandfrei. Jetzt liegt die ja preislich in etwa gleich mit der R6. Genau. Fragen sich unsere Zuschauer natürlich, wo liegen da jetzt die Unterschiede bei den Kameras? Die R6 startete früher auch so bei 2,6, 2,7. Eigentlich im Prinzip ja in der Preisklasse der R6 Mark II. Sie wird ja auch durch die R6 Mark II letztendlich abgelöst. Und im Moment haben wir halt die Chance, die R6 auch relativ günstig anzubieten. Und sie hat tatsächlich ein etwas anderes Nutzerprofil. Beiden gemein sind natürlich so die hohen ISO. Die R6 hat einen eingebauten Bildstabilisator und die Akkugriffoption, genau wie ihre große Schwester oder Nachfolgerin. Ebenso zwei Speicherkartenslots. Wir haben ja hier das Konzept eher von der EOS RP. Insofern unterscheiden die sich hier schon mal etwas. Das heißt, wer eine sehr schnelle Kamera für die Reise sucht oder eben für Streetfotografie oder für kleine Reportagen und eben natürlich auch fürs Video-Vloggen, ist mit der EOS R8 besser beraten. Sie ist halt extrem leicht. Beim Video-Vloggen habe ich auch noch die Chance, entspannt aus der Hand mich selber zu filmen. Und sie wiegt halt gerade mal 440 Gramm extrem wenig. Sie ist noch leichter als die EOS RP. Das heißt, es ist ein toller Begleiter, wenn es drauf ankommt, eine professionelle Qualität und kreative Möglichkeiten zu haben, aber nicht so viel zu schleppen. Die R6 ist für mich eher eine Kamera für diejenigen, die auch gewerblich arbeiten, die sagen, ich bin auf einer Hochzeit. Ich brauche zwei Speicherkartenslots, ich brauche vielleicht etwas mehr Akkuleistung, weil ich da extrem viele Bilder an einem Tag mache und ununterbrochen. Hier habe ich ein semi-professionelles oder eigentlich schon professionelles Produkt, was ich in diesem gewerblichen Einsatz sehr gut verwenden kann und dabei nicht allzu viel Geld ausgeben muss.
Die R6 ist aber im Videobereich klar im Hintertreffen, auch gegenüber der R8. Kannst du zu den Daten mal was sagen, Videobereich? Ja. Also im Video habe ich einen ganz leichten Crop mit 1,1 als Faktor. Das spielt natürlich in der Praxis nicht so eine Riesenrolle, was aber mitentscheidend ist. Wir haben ja bei den neueren Kameras, wenn man oben guckt, auch bei der R6 Mark II und auch bei den kleinen Kameras, einen dedizierten Umschalter von Foto auf Video. Das klingt eigentlich auf den ersten Blick ein bisschen wie eine Bagatelle, bedeutet aber, dass ich im Videobereich die kompletten Möglichkeiten nutzen kann, die das Einstellrad mit den Belichtungsmodi bietet. Mhm. Und da habe ich zum Beispiel auch Zeit- und Blendenautomatik im Videobereich zur Verfügung oder eben die Custom Settings. Und das habe ich bei der R6 nicht. Ah, okay. Das heißt, ich habe hier Programm und manuell für Video, weil es hier eine separate Einstellung auf diesem Einstellrad ist. Und ansonsten habe ich keinen Zugriff auf die weiteren Fotofunktionen. Weder auf die grüne Automatik noch eben auf die Zeitautomatik oder C1 bis C3. Also um das mal ganz einfach zu sagen, ich stelle auf Foto, habe hier meine Fotoeinstellung, genau. Stelle auf Video, kann aber sofort auf alle Funktionen zugreifen. Kann genauso arbeiten, wie ich es im Fotobereich vollständig gewohnt bin, und auch im Video-Setting-Bereich ist es ja durchaus mal interessant, zum Beispiel vorgefertigte Settings schnell abrufen zu können, wenn ich auch ein Event filme. Das kann ich eben bei der R6 nicht, das kann ich bei der R8 und R6 Mark II. Die sind vom Konzept her da tatsächlich dann gleich. Mhm. Also klare Empfehlung bei der R6 für, sag ich mal, gewerbliche Fotojobs ist die top. Ist extrem schnell, 20 Bilder pro Sekunde, nicht 40, aber immerhin 20, ist ja auch nicht nichts. Ja? Und ein sehr robustes Gehäuse und all diese ganzen Geschichten. Aber wie gesagt, im Videobereich, da gibt es stärkere Kameras. Aber alle, die wissen, die schon mal auf einer Hochzeit waren und das fotografiert haben, das geht sehr lange. Man hat vielleicht den Batteriegriff mit zwei Akkus, man hat zwei Karten in der Kamera und kann dann sehr lange damit arbeiten mit der Kamera. Ja. Oder eben eine professionelle Backup-Möglichkeit durch die zwei Speicherkarten, dass ich quasi das Gleiche auf zwei, sicherheitshalber auf zwei Karten abspeichere, damit der Job nachher auch nicht in die Hose geht. Also da geht auch beides, also RAW und kann JPEG. Ich kann RAW und JPEG trennen, ich kann parallel beides machen oder ich kann auch die als Überlauf konfigurieren bei zwei Speicherkarten-Slots. Das gilt halt für die R7, R6 Mark II und R6, dass wenn eine Speicherkarte voll ist, automatisch dann die nächste genommen wird. Also all die Konfigurationsmöglichkeiten hat man da. Was mich interessiert, wie sieht das aus mit Kartenwechseln während des Videobetriebs? Nein, das ist unseren Cinema EOS Kameras vorbehalten, das können wir hier nicht. Wenn man einen Speicherkartenslot aufmacht, ist die Kamera aus. Ja, dann haben wir hier noch die R6 Mark II. Genau, die haben wir im November vorgestellt. Im Prinzip ist das eine kleine R3, also wirklich ein hochprofessionelles Produkt, die eigentlich alles kann, ohne großartige Einschränkung. Wir haben auch hier 4K 60p ohne Crop. Ich kann Crop wählen, wenn ich ihn gerne hätte, kann ja sein. Ich kann aber sogar 6K RAW Videodaten ausgeben über die Schnittstelle, wenn ich mit einem Recorder arbeite, wie so ein Atomos Ninja V+ oder sowas, der unterstützt das Ganze auch. Ansonsten habe ich hier eine extrem schnelle Kamera mit bis zu 40 Bildern pro Sekunde, mit voller Autofokusverfolgung. Und Tracking für Mensch, Tier und Fahrzeuge und Züge, Flugzeuge, was auch immer. Zwei Speicherkartenslots. Ich habe extrem viele Einstellmöglichkeiten, was die natürlich auch alle inzwischen haben, die R6 tatsächlich noch nicht, ist Fokus, Bracketing und Stacking. Fokus, Bracketing für Makro kann die R6, aber das Stacking in der Kamera können nur die neueren Produkte. Da werden die Makrofotos schon quasi in der Kamera zusammengefügt. Das habe ich auch mal getestet. Das ist auch bei Canon wirklich richtig gut. Da habe ich ein Motorrad fotografiert und dann wurde der Fokuspunkt immer verschoben, damit man nachher eine schöne Tiefenschärfe hat in dem Bildchen. Das Tolle ist, das funktioniert extrem schnell. Also wenn man ein bisschen konzentriert arbeitet, kann man Fokus, Bracketing und Stacking freihändig machen. Das ist sicherlich auch nicht ohne. Das ist quasi ein, will ich sagen, Abfallprodukt unserer extrem schnellen Bildfrequenz, dass die da auch beim Stacking nicht trödelt. Und das ist durchaus auch zum Beispiel im Bereich der Hochzeitsfotografie nicht uninteressant. Mhm. Manchmal hat man ja ein Brautpaar, die so ein bisschen hintereinander stehen und man möchte eigentlich mit Offenblende arbeiten, um den Hintergrund möglichst unscharf zu haben. Aber in der Regel, wenn man kein Stacking oder kein Bracketing macht,
dann muss man sich entscheiden, will ich die vordere Person scharf haben oder die hintere. Aber ich kann zum Beispiel so ein Focus Bracketing auch reduzieren auf 2, 3, 4 Aufnahmen. Mhm. Und dann macht er die nur in den quasi in dem Bereich, wo die beiden Personen stehen. Und das wird dann live schon zusammengefügt. Und ich habe eine minimale Schärfentiefe zwischen den beiden Personen. Aber der Hintergrund ist genauso unscharf wie zum Beispiel eben mit Blende 1,4 oder 1,2. Und da hast du was Wichtiges gesagt gerade, es wird automatisch zusammengefügt. Genau. Es gibt natürlich noch Kameras, da muss ich das dann einzeln im Photoshop oder Lightroom oder wo auch immer selber zusammenbasteln, mir meine Fotos aus den ganzen Bildern, die ich gemacht habe. Und das wird automatisch gemacht, das was automatisch einem natürlich richtig hilft. Ich habe es mit 30 Bildern mal gemacht. Wie viel sind möglich? 100 oder mehr? Ich weiß nicht. Also auf jeden Fall 100, wenn nicht noch mehr. Also es ist in der Praxis braucht man, ist es mehr, als man eigentlich braucht. Was ich die war Kamera mit 30 kann. Schon richtig, ist man schon richtig gut dabei. Also das ist auch nicht so, wenn ich sage, die soll das in der Kamera zusammenfügen. Das, wie gesagt, gilt auch für die R8 oder R7. Die Einzelaufnahmen werden auch mit aufgezeichnet. Das heißt, ich habe jederzeit die Möglichkeit, auch noch in der Software denn zu entscheiden, will ich alle Aufnahmen von dieser Bracketing-Sequenz nehmen oder eben nur einen Teil und ich füge die nochmal manuell zusammen. Ja. Ich kann auf RAW-Daten zurückgreifen, etc., etc. Also da habe ich das volle Spektrum an Möglichkeiten. Aber gerade jetzt bei meinem Beispiel mit der Hochzeitsfotografie, wo man auch ein Focus-Bracketing mit Stacking machen kann, das kann ich dem Brautpaar denn schon vor Ort zeigen, dadurch, dass es sofort auch in der Kamera schon passiert und nicht erst das Ergebnis später. Ja, ich war auch völlig überrascht, dass das so schnell geht. Es macht einmal Ritt und dann hat man das fertige Produkt praktisch schon als Bild das auf seinem Display. Wo ich gerade bei Display bin. Die sind natürlich alle, die kann man alle ausklappen, drehen. Allesamt. Von allen Kameras. Ja, früher haben wir das bei den professionellen Kameras nicht gemacht, weil die Anwender Angst hatten, da geht was kaputt. Aber inzwischen haben wir das selbst bei dem Topmodell EOS R3, weil die Konstruktionen sind so zuverlässig. Und wie gesagt, auch vielseitig, das Gute an so einem dreh- und schwenkbaren Display ist ja, dass ich es eben auch im Hochformat nutzen kann. Alles, was nur klappt, funktioniert im Hochformat nicht. Und hier habe ich eben Hochformat. Die Möglichkeit, dann auch im Hochformat, auch über Kopf oder so zu arbeiten. Ja. Da wären wir auch noch beim Thema Webcam, Streaming. Ja. Wie sieht es da aus bei den Modellen? Webcam. UVC, UAC-Standard, UVC, UAC-Standard, HDMI Clean-Out haben sie alle. Das heißt, über einen HDMI-Stick kann ich sowieso mit allen Kameras streamen und Webcam, egal wie ich will, aber dann brauche ich halt noch ein kleines Zubehör. Was schön ist bei den beiden neueren Kameras ist, dass ich mir auch 9:16 Marker anzeigen kann. Im Hochformat können die übrigens alle filmen und haben dann auch die richtige Ausrüstung. Aber ich kann mir bei den neueren, bei den beiden hier auch im Querformat Hochformat Marker anzeigen lassen. Dann weiß ich als Filmer, dass es eben nicht nur auf YouTube im Querformat funktioniert, sondern eben auch auf TikTok im Hochformat. USB-C-Anschluss haben die ja alle. Mhm. Aber wenn ich jetzt streamen möchte mit den beiden Kameras, geht das direkt über ein USB-C-Kabel. Genau. Brauch kein Zubehör mehr. Richtig. Das anschließen, ist das Schöne loslegen. An diesen neuen Standards, den gibt es noch nicht so lange. Da habe ich, wie gesagt, ohne zusätzliche Software, Hardware, funktioniert das einfach über Kabel in Full HD Qualität. Ja, ich sehe hier, dass oben der Blitzschuh bei der R6 anders ist als bei den anderen drei Kameras. Das ist richtig. Wir haben seit der EOS R3, also Ende 2021, nutzen wir einen sogenannten Smart Schuh. Das ist ein kombinierter Blitzschuh mit zusätzlichen Kontakten hier in der Front. Das ist ein bisschen tiefer, als es bei der R6 der Fall ist. Hier werden Zubehörteile mit Strom versorgt und es können auch Daten übertragen werden. Ich glaube, das ist wichtig auch bei Mikrofonen, wo man kein Kabel mehr benutzen möchte, sondern sofort digital drin ist und kann direkt mit einem zusätzlichen Mikrofon aufnehmen. Genau, wir haben selber im Kennzubehörbereich das DME-D1. Das ist ein digitales Mikrofon, was über diesen Smart-Schuh-Anschluss schon verfügt, braucht keine Batterien und auch kein Kabel an den Mikrofoneingang, ist natürlich extrem praktisch. Für die etwas professionelleren Filmer gibt es zum Beispiel auch von Tascam ein Zubehörteil, was XLR-Anschlüsse für Audio hat. Und da können halt eben R7, R8 und R6 Mark II mit aufwarten. Die R6 ist eine Generation zu früh, da gab es das noch nicht. Das heißt, im Prinzip haben wir hier auch wieder die Geschichte, die ich vorhin schon so ein bisschen erzählt habe. Die R6 hat
im Vergleich zu den anderen etwas schwächere Videoausstattung, und da gehört dann eben auch der Smart Shoe zu, der hier nicht vorhanden ist. Wie sieht das aus mit Blitzunterstützung? Ist dann das gleich? Im Prinzip, genau, kann man natürlich unsere Standard-EX-Blitzgeräte mit dem konventionellen Canon-Blitzschuh bei allen Produkten nutzen. Wir haben vor kurzem einen Blitz EL5 vorgestellt, der auch schon über diesen Smart-Schuh verfügt. Der passt dann natürlich nicht mehr an die R6 ran, sondern nur an die neueren Modelle mit dem Smart-Schuh. Auch hier haben wir die Möglichkeit, zusätzliche Kommunikation zwischen Blitzgerät und Kamera dann auch zu etablieren, die über den Standardschuh nicht möglich sind. Verstehe. Sucher haben die Kameras alle. Kannst du da noch was zur Qualität sagen? Ja, wir haben hier bei den beiden 2,36 Megapixel mit 120 Hertz. Wir haben hier bei beiden 3,69 Megapixel mit 120 Hertz. Also die elektronische Sucherqualität ist bei den R6en bei beiden etwas besser. Mhm. Dann möchte ich dich bitten, dass du unseren Zuschauern noch einmal so erklärst, welche Kamera ist für wen die beste? Gut, gerne. R7 würde ich ganz klar sagen, für diejenigen, die Wildlife und Sportfotografie machen möchten, mit möglichst wenig Gewicht, möglichst langen Telebrennweiten und möglichst schneller Bildfrequenz, und das zu einem moderaten Preis. Da ist man mit der R7 wirklich, wirklich gut aufgehoben. Wer was für die Reise sucht oder zum Vloggen, hat mit der R8 natürlich einen Top-Vollformat-Look. Ich habe die extrem hohen ISO, ich habe eine extrem hohe Geschwindigkeit, ich habe einen tollen Autofokus und mit Verfolgung und allem drum und dran. Und die Kamera ist eben extrem leicht, sodass ich sie auch noch einhändig benutzen kann oder eben, wenn es um Reisegepäck geht, da meine Limitationen habe und mit leichtem Gepäck dann entsprechend reisen möchte. Ohne aber auf kreative Möglichkeiten oder professionelle Bildqualität zu verzichten. Das ist ganz klar die Stärke der R8. Bei der R6 habe ich die Stärke im Bereich Fotografie, speziell in der gewerblichen Fotografie, wo es eben auf ein paar professionelle Features ankommt, wie besonders viel Akkureichweite, wie zwei Speicherkartenslots oder eine stärkere Wetterabdichtung, die R6 eben hat, genau wie die größere Schwester. Mit 20 Bildern pro Sekunde ist sie zwar die langsamste unter diesen dreien, aber wir reden hier über 20 Bilder pro Sekunde. Da sind andere überhaupt nicht in der Region unterwegs. Aber hier habe ich eben die Möglichkeit, bis zu 20 Bilder noch zu arbeiten. Ich denke, das ist für die meisten auch Sportgeschichten schon sehr, sehr schnell. Ja, und bei der R6 Mark II ist quasi so das Fotografieren und Filmen ohne Limit da. Wir haben nur noch ein Modell, was mit der R3, die in diesem schnellen Bereich noch etwas besser ist. Aber im Grunde habe ich es hier mit einer hochprofessionellen Kamera zu tun, mit relativ kompakten Abmessungen und moderaten Preis, wo ich professionell filmen kann, aber auch professionell fotografieren kann, auf dem neuesten Stand der Technik mit Autofokus-Technologie, die über Deep Learning in der Ausdehnung so gut wie kein Hersteller in der Klasse überhaupt anbieten kann. Ja, ich hoffe, ihr habt einen Eindruck davon bekommen, von den ganzen Kameras, tolle Range. Wir haben natürlich auch noch einen anderen Film, wo du nochmal die Einsteigerklasse erklärst. Es gibt natürlich die Einzelvideos auch zu den Kameras, die könnt ihr euch anschauen. Da könnt ihr bei uns im Kanal einfach mal durchstöbern, da findet ihr die ganzen Videos zu den Kameras. Es war richtig schön, dass du da warst und uns nochmal hier Rede und Antwort gestanden hast zu den Kameras. Und wenn euch die Kameras interessieren, dann geht doch mal auf www.foto-erhard.de. Ihr findet natürlich noch einige Links auch in den Videobeschreibungen, aber ihr könnt natürlich dort nochmal alles nachlesen auf den Internetseiten zu den einzelnen Kameras. Natürlich noch die ganzen Details, die Features nochmal reinschauen, was die so können. Ihr findet auch das ganze Zubehör zu den Kameras, was ihr vielleicht noch braucht. Und wenn es euch gefallen hat, lasst mal einen Daumen da. Abo und Glocke sind immer toll, dann verpasst ihr kein Video mehr. Ich sage danke fürs Zuschauen und danke an Guido, dass du da warst. Gerne, danke. Ciao. Hat Spaß gemacht. Ciao. Aktuell haben wir 14 Filialen in Deutschland und ihr könnt natürlich jederzeit auch eine Filiale besuchen. Die netten Kolleginnen und Kollegen beraten euch sehr gerne.